So, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Trainweaver. Und wir wollen ja weitermachen. Wir Falkenhagen, wir mal die Züge, die wir jetzt auf die Reise geschickt haben nach Aub, die sind zwar jetzt richtig eingestellt, also die vom Falkenhagen nach Aub, aber dafür sind jetzt unsere Züge, die hier nach Weidenberg und Aub fahren und Aub nach Bernstorf, die sind natürlich irgendwie versetzt durch das Abreißen des Bahnhofs in Aub, sind die so mittelfristig hintereinander gefahren. So hat der eine, wie hier oben links zu sehen, der ist fast voll ausgelastet und der rechte, der ist dann eben Dünnpfiff, auf Deutsch. Die werden wir jetzt mal irgendwie ein bisschen bremsen. Ich überlege gerade, wie wir das machen. Oder wie ich das jetzt mache. Dafür werden wir wahrscheinlich den Warnzug, der nach Falkenhagen fährt, den werden wir natürlich blockieren. Oder der wird blockiert werden. Ist natürlich blöd, das muss ich erstmal suchen, welcher das ist. Welcher ist das hier? Das ist der Personenzug und dann ist das sicherlich der. Ist das auch? Der Warenzug, genau. Waren und RW, den brauchen wir. Den werden wir dann auf einer Strecke hier so mal einfach anhalten. Wenn wir die hier mal regelmäßig einstellen. Ja, probieren wir mal einfach. Mal ein Play machen. So, der fährt jetzt hier ein. Der wird jetzt einfach mal hier vorne an der zweiten anhalten. Kurz davor. Wir haben ja die Passagiere jetzt allerdings verlieren jetzt, weil sicherlich länger wie 20 Minuten dauern wird. Müssen wir eben bloß mal sehen, wie weit die jetzt kommen. Mal kurz schneller machen. Weil das hat sich hier ein bisschen alles verschoben durch den Abriss. Eigentlich verschoben, aber hier durch den Abriss des Bahnhofs fahren die nicht mehr korrekt alle hintereinander. Das ist natürlich das Blöde. So, warum hält der jetzt an? Achso, der muss jetzt auf den Gegenzug wieder warten. Okay. Jetzt gucken, wo der andere ist. So, dann kann der jetzt weiterfahren. Da brauche ich den ja gar nicht anhalten. Den Warnzug. Sind ja nun beide im Bahnhof angekommen. Und ungefähr sind die dann auch gleich. Zug 6 hat die Lebensdauer erreicht. Welcher ist das jetzt? Holzzug 2, Oberhausen, Rheinhausen. Oh, das ist der hier oben sicherlich. Okay. Dann müssen wir uns da später nochmal um die Züge kümmern. So, die fahren auch gleichmäßig beide los, einmal frei. Wir sehen jetzt, auf die sich hier. Oh, hier kommen aber viele rein. 64, alter Falter. Und hier sind auch eine Menge Falkenhagen. Will aber ganz schön viel haben. Weidenberg. Ja, das ist nur noch mit 4. Ja gut, der wird erst auf dem Weg sein. Ja, es ist der nächste. Der nächste, der ein bisschen ausfällt. Ist aber halb so schlimm. Das ist Weidenberg 1932, okay.
Der ist voll. War er zumindest. 37. Wo ist der andere jetzt hin? Der war ja schon da. Nee, der holt gerade. Müssen wir mal Cargo einstellen. Mal ungefähr sehen hier. Falkenhagen, ey, der ist auch schon voll. Das ist immer mal. Und der hier braucht definitiv neue. Anhänger, ich überlege gerade. Wir werden den hier runter. Ne, da hat er oben gar kein Depot. Scheiße. Ins Depot, ins Depot, ins Depot. Ich hoffe, jetzt habe ich nichts weggenommen. Das ist Zug Nummer 3, aber welcher ist das denn? Woran sehe ich das jetzt nochmal? Der Warenzug oder irgendwie hieß der. Die Warenzug, Holzzug war das, glaube ich. Ja, die 1. Ja, die 1. Die hat. Keine Ahnung wie viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 Wagen, da werden wir nochmal. Oh mein Gott. Ja, den kann man jetzt mal wegmachen. Will ich jetzt nicht gerade angucken, den hier. Züge kaufen mit der schwarzen. Der die Goldnase. Ja. ...16... ...40... ...24... ...64, genau. Wenn wir nochmal 8 dazu holen, glaube ich. Oh man, wird lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, Linie zuweisen. Ach, das ist mal wieder irritierend hier. Linie zuweisen. Genau. Ich hoffe auch, der passt jetzt dann noch rauf. 96 hat er mittlerweile. So. Dann sind die schon mal richtig. Der jetzt 18. Ja, jetzt geht uns das Holz natürlich durch die Lappen, weil der hier nämlich jetzt nicht da war, die kurze Zeit. Ist natürlich blöd. So, und der Rest stimmt jetzt, hoffe ich mal. Ist das der Warenzug? Ne, ist der Personenzug. Okay. Okay. Der hier oben genauso, der Warenzug. Der ist nämlich auch voll. Naja, der war eigentlich voll, aber durch die Zeit. Wie lange braucht der? Gucken. Waren 1 Falkenhagen. Waren 1 Falkenhagen. Waren 1 Falkenhagen. 16 Minuten. Uiuiui. Macht noch nicht plus. Ja, komm. Gib Gas hier runter. Und uns mal angucken.
745. War jetzt 745.000 oder 74.500? Das sah mir so wenig aus. 745.000 doch. Okay, das ist schon eine Menge. Eine ganze Menge ist der hier auch. Der ist schon extrem. Also die Länge bis jetzt. Ich glaube, das war der erste Zug, den ich mal so lang hatte. Was? Voll immer noch nicht? 96. Abartig. Okay. Was steht hier? Auch eine Menge. Welcher ist das? Wo war der? Der war hier Aub, glaube ich. Aub, Aub, Aub. Auch mittlerweile 34, 35, 36. Ist ja richtig irre. Was ist hier los? Was sagt der uns? Er steigt auf jeden Fall. Versuchen Sie, ihm Holz anzuliefern. Ja, machen wir ja schon. Okay. Die treffen sich auch wieder in der Mitte. Das ist super. Der soll jetzt mal halten, weil der andere, der hier fährt, die sind nämlich auch noch wieder unregelmäßig, ist natürlich das Blöde jetzt. Okay. Sobald er dann rausfährt, lass mal den wieder losfahren. So, wir kriegen was Neues, eine Stadtbahn, das ist dann sehr gut für unsere. Wie nennt sich das? So ein Stück noch weiter vor. Steht ja auch schon draußen. Dum, 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 dum. Gas, Gas, Gas. So. Jetzt kann der auch wieder losfahren. So, da haben wir die natürlich auch wieder geregelt. Regelgerecht eingestellt. So, und hier läuft natürlich jetzt das ganze Holz. In Umwegen nach dahin. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Dann nimmt der jetzt Holz mit. Er sollte da zwar jetzt nicht, aber okay. Und bringt es eigentlich im Prinzip dorthin, was wir eigentlich gar nicht wollten. 81, alter Verwalter. Wie viel macht der schon? 156, okay. Also die Länge schon vom Typ hatte ich bis jetzt noch nicht gehabt. Aber naja. Ist natürlich nicht schlecht. So, wir wollten noch die Straßenbahn hier hinbauen. Aub, Aub, Aub. Wo haben wir es denn? Bus 1, Aub. Weil ich möchte nicht alles haben. Ich möchte bloß die haben. Weil die checkt man jetzt gar nicht an, oder? Na doch. Also wirklich nicht. Müssen wir mal gucken, wie wir unsere Straßenbahn hier einrichten werden. Unser Bus, der fährt ja relativ ein bisschen durch die Gegend. Also richtig sinnvoll auf jeden Fall nicht, denke ich mir mal. Könnten wir eigentlich ein bisschen erweitern. Lass mal den Bus außenrum schicken und die Straßenbahn innen durch, denke ich mir mal. Frage ist bloß, wie schicken wir die Straßenbahn da durch?
das hier dann auch Sinn bringt, da durchzufahren. Ohne groß. Bisschen sinnlos zu fahren. So, 27, 32. Hier passen wir auch noch. Ich sage mal 1, 2, 3, 4, 5. Wir nochmal 8 bestimmt hin. Und dann ist der Zug die komplette Länge ausgeschöpft. So, wie viel geht jetzt nach Bernstorf? 21. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Rhein, Oberhausen, Bernstorf. Ne, wir machen jetzt wirklich nur die Strecke hier mit der Straßenbahn. Ich überlege bloß, wie wir die jetzt bauen. Weil Busse haben wir ja hier. Straßenbahn hier durch, so. Dass die hier so durchfährt. Also von hier oben. So mal durch. Und die Busse dann weiter außen rum. Das wird uns ein bisschen Geld kosten, aber egal. Da werden wir die Busse natürlich wieder auch ein bisschen verwirren, wenn wir jetzt die Straßen-Upgrades machen. Aber irgendwie müssen wir es ja machen. So, wie war das? Straßen-Update. Was ist das hier? Ne, eine kleine Landstraße brauche ich nicht. Wo war das? Ich glaube hier. Wo war denn das? Ach, hier war es, genau. Tramgleise, genau. Werden wir jetzt definitiv so machen. Es wird natürlich dem Bus nicht gefallen. Man merkt schon, wenn man das jetzt so ein bisschen hier neu macht, dass dann die Busse ein bisschen spinnen in der Fahrt. Ist jetzt nicht gerade mein Ziel gewesen. Aber okay. Straßenbahn, wie machen wir dich denn? Das ist eine gute Frage. Oh yeah, was kommt jetzt dazu? Ui, das ist gut. Hier ist sogar sehr gut. Die werden wir mal kurz ein bisschen langsamer hier machen. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, den hier rauszuschicken. Und dann hier mal durch. Wieder zurück. Naja, wir machen das jetzt einfach. Mit diesen Bauten, die die KI gemacht hat, ist schon recht lustig. So, und dann wird die hier dadurch gequetscht. So lang, so lang, so lang, so lang, so lang und so lang. Dann sollte das funktionieren, hoffe ich jetzt mal. Ich baue mal doch noch eine Straße darunter. Ah, so ein kleinen Kreisverkehr. Und dann ist gut. Nein. Machen wir die da gleich mit Tram. So, ja.
Noch kostet es nicht viel, aber wenn das dann bebaut ist, kostet das schon wieder eine andere Menge Geld. So, Tram. Ist das jetzt Tram? Tramdepot, ja. Nein, nicht so doll. Komm schon. Bisschen gerade ist. Naja, okay. Gerade. Ist so eine Sache wieder. So, wir sollten natürlich. Was machen wir hier? Rechtsverkehr. Was ist das jetzt überhaupt hier? Gucken wir mal. Nicht Höhen. Das ist Freizeit. Okay, ob das jetzt Wind bringt, Freizeit und hier noch einer hin. Wir machen jetzt hier unseren Start. Die gruppieren sich natürlich zusammen, weil wenn die so zwischen zusammen ist klar. Wenn die zwischen zusammen, wenn die gegenüber sind und eine bestimmte Reichweite haben, gruppieren die sich selber. So, die können wir so lassen. Sind natürlich alle Passagiere weg, weil wir da geklickt haben. Ist natürlich blöd. Das passiert eben. Genauso wie jetzt. So. So. Okay, da haben wir die jetzt hier verbunden. Machen wir hier noch eine. Hin. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt sinnvoll ist, hier einen reinzumachen, weil hier baut sich da sowieso nichts. Ich glaube nicht mit der. Mit denen hier wird das nichts, das ist ja Blödsinn, was der gemacht hat. Hier wieder innen hin. Darüber, die verbindet sich mit denen. Die mit denen. Also praktisch hätte hier jede Straße an. Das ist doch schon mal optimal. So, Linien. Tram 1, nochmal die dann, oder wie? Wenn wir das machen. Ich denke mal, die nennen wir dann Tram 1. Bus haben wir ja. Bus 1, dann mal die Tram 1, ganz einfach. Tram 1 Aub. Neue Linie. Wieder die gleiche Farbe. Was haben wir diesmal? Weiß. Ja. Sehr weiß sogar. Ja, Tram 1 Aub. Bräuchten wir jetzt nur noch ein paar Trams. Die werden wir uns kaufen. Ne, brauchen wir nicht kaufen. Wir müssen erstmal verbinden. Ne, du sollst da anhalten. Da. Da. Jetzt muss ich was gucken, ob der hier auch drüben einer gebaut hat. Ja, hat er. So. So. Das wird eine richtig große Linie. Wir müssen den Bus dann mal noch ein bisschen optimieren. Und dann wird das gehen, hoffe ich. So. Hier. Und dann fährst du wieder zurück. Zack. Zack. Ja, der zeigt jetzt eben noch, weil er denkt, das ist ein Bus, die kürzeste Route an. Weil er selber auch nicht weiß, es ist eine Tram oder so. Oh Mann, 24, 25. Hält auf da auf jeden Fall.
Pardon. Das habe ich voll in das. Wo ist denn die andere? Mikro reingehustet? Da. So, 27. 27 wunderbare Haltestellen. Ich glaube, so viel hatte ich noch nie gehabt. Dafür werden wir dann 8 Straßenbahnen bauen, kaufen, keine Ahnung. Den Bus werden wir erstmal irgendwie ich glaube anders einrichten, weil das ist ein bisschen blöd. Tippe ich jetzt einfach mal so. Wenn dann so machen, weil es hat sich ja alles vergrößert. Mal den hier lang schicken. Hier so lang. Hier. Wieder nirgendwo? Cool. Ah, nö. Super, hätte ich ihn. Obwohl, warum geht denn nur da? Was ist denn das jetzt wieder hier für eine Scheiße? Komm. Will nicht, gut. Will er nicht, dann gibt's nicht. Gut. Dann machen wir es. So hier noch. Dann so durch geht das. Ah, müssen wir mal gucken. Optimal wäre natürlich, wenn der hier oben anhalten würde, statt da noch. Wobei, jetzt könnte man noch auslassen. Dann fährt er hier so lang. So lang, so lang. Ich sehe gerade noch einen Fehler. Fährt er hier hin und wie lange liegt es im Bahnhof? Ja. Mach mal das. Schick mal den da durch. Da ist die Strecke hier wieder auch ein bisschen blöd gemacht, finde ich. Ja, lass mal sehen. So, Fahrplan, ob. Bus 1, ob. Ah, den war weg hier. So, der fährt. 1 ist hier. Dann fährt der. 2 hier hin. Nein. Die 16 löschen. Mal kurze Pause machen. So, war das bei der 2? Und dann Punkt machen? Nee, auch nicht. 3 dann entfernen? Dann war es bei der 1. So rum. 2. 3. Nee, bei der 4 war es dann. So. 5. 6. Hier wollte man gar nicht durchschicken. So. Die 7 fällt die weg? Da haben wir doch die Dings, glaube ich. Die 7 machen wir weg. Die wird entfernt. 5, 6, 7. Die 3 kann eigentlich auch weg. 7. Die 7 bleibt noch. Ist ja blöd. Er ist ein bisschen bescheuert gemacht jetzt. Ich überlege gerade, wie wir das am besten einstellen, weil die 7 ist hier. Sollte dann vielleicht hier hin.
nicht dahin. Na, warte mal, wir können ja die 777 so hin. 8. Gott. Die fährt einen richtigen Gulasch zusammen. Die 11 kommt weg, die wird woanders hingestellt. Die 11 mache ich jetzt da und ich will schon wohin. So, dann ist die weg. Die 11 wird weggelassen. 9, 10. Ich hoffe, das ist jetzt die richtige Seite. Ja, doch. 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11 wollte ich wegmachen. Die entfernen wir mal, dann kommt die 10. Die 11 kommt dann hier hin. Die 12 da, die 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Genau. Ich weiß nicht, ob man das jetzt optimiert oder verschlimmert. So im Ganzen bin ich eigentlich zufrieden. Hier draußen weiß ich nicht, was man mit die machen, weil hier sind erst zwei Häuser und da brauche ich keine Linie hinschicken. Zumindest erstmal nicht. So, Busse. Willst du noch? Da sind nur noch die 1, 2, 3, 8, 9. Ich würde mal sagen, vielleicht 33 Sekunden ist eigentlich gar nicht schlimm. So, auf jeden Fall Straßenbahn. Oh, da hat man schon diese Kohle-Dampftram, ne? Glaube ich, war die mit Kohle. Ne, irgendwelche war. Welche war das? Nee, gar keine. Da habe ich mich verlesen mal irgendwo. Ich dachte, eine war schon cool, aber es waren glaube ich diese Trans, diese Busse, die mit Kohle dampfte oder wie auch immer. So, 7 Passagiere, 9 Passagiere. 17.000, dafür werden wir. Wie viele Haltestellen waren das? Ich glaube, es war eine ganze Menge. 27. 10 holen. 10 kostet 1 Million, ach du Kacke. 1,3 Millionen für 10 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oder reichen noch 8? Wir probieren das mal. Mal gucken, was die für. Für Zeiten braucht. Ich hoffe, ich habe auch alles richtig verbunden. Wo bist du jetzt? Theoretisch da. 85 Sekunden, also ein bisschen länger wie. Die anderen. Warum fährst du jetzt da lang? Fahr das rum. Ich glaube es nicht. Es fährt ja bestimmt so hin und dann wechseln die hier rüber. Das ist. Deswegen, man kann auch einfach jetzt hier so ein Ende machen und dann hüpft die rüber. Obwohl die bei. Okay, die wird gar nicht die erste klären. Ist natürlich auch nicht schlecht. Sehr optimal. Obwohl man die eingestellt hat. Wir haben schon gedacht, jetzt er wieder nicht. Aber okay. Wir werden sehen, wie sich das hier verläuft. Wie das endet. Ich hoffe mal nicht so schlimm, wie ich es mir vorstelle. Auf jeden Fall jetzt hier der Bahnhof. Bernstorf-Aub 18. Wie viel bringt der uns? 32, der ist voll. Richtig krank. 21.
Ach so. Das war der Warnzug. Er hat mich schon gewundert jetzt. Ich wollte schon fast sagen, kann ja gar nicht sein. Ist jetzt auch wieder voll. 89. Kann er die überhaupt noch ziehen? Das sieht bald schon gar nicht mehr aus, als wenn er die ziehen kann. Wert 17%, der hat schon 38 Jahre auf dem Buckel. Also richtig katastrophal. Gucken wir mal uns schnell das mal an, wer hier ausgetauscht werden muss. Ach du Scheiße. Da haben wir eine Menge. Zug 5, Bahn von Bernstorf, die Regionalbahn muss ausgetauscht werden. Da haben wir einen sogar mit 54 Wagen und den anderen nicht. Glaube ich. Ne, doch. Boah, 45 und. Okay. Da werden die wohl ausgetauscht werden müssen. In der nächsten Folge dann. Weil wir haben natürlich wieder, oder ich habe natürlich wieder mal die Folge super dermaßen überzogen. Und ich glaube, der schafft das gar nicht mehr. Der ist nur noch am Krauchen. Scheiße. Also. Gottes Willen. Der kämpft sich tot. Wir können jetzt so was anderes machen. Das ist ein gutes Beispiel. Oder ein gutes Beispiel, man könnte jetzt. Ich glaube, ist das noch die goldene? Ja, ist noch die goldene. Den jetzt hier nehmen und zweimal ranhängen. Warum schafft du bis 40 km/h? Scheiße. Ich dachte mal, die ist schneller. Okay. Ich glaube, da werden wir noch eine zweite holen. Die werden wir dann einfach hier ranhängen als Doppelgespann. Und dann erreicht die auch die Geschwindigkeit wieder, weil die hat 300. Und obwohl, dann könnte man auch die nehmen. Aber die ist schon wieder langsamer. Hat aber natürlich eine Zugkraft. Die ist wieder 80. Okay, da sehen wir einen Unterschied. 60. Ja, müssen wir mal sehen, wie wir das machen. Ich weiß das jetzt selber nicht. 89, Alter. Alter. Bringt eine 500.000? Das ist gar nicht mal so schlecht. Gut, wie dem auch sei. Wir werden hier nach der Folge einen Cut machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und dann hoffe ich, dass wir uns bei der nächsten Folge wiedersehen. So, gleich schicke ich die da rein. Ins Depot. Und dann werden wir die hier in der nächsten Folge anders umrüsten. Gut, dann nochmals Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.